Das ist eine Idee. Ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Farbe ins Spiel. Sind billige Extensions, aber ich dachte, ich versuch's mal. Na, wie auch immer, jedenfalls, trotzdem sage ich euch hier noch etwas sehr Gravierendes und nicht so sehr, um euch zu zeigen, dass ich mir für 3 € Extensions gekauft habe. Eigentlich eher deswegen, weil ich habe doch gesagt, ihr seid heilig. Ihr seid unter Garantie heilig. Das seid ihr unter Garantie. Aber wenn ihr heilig seid, dann muss es etwas geben, was euch das Heiligsein garantiert. Das ist euer weißes Licht. Dass ihr heilig seid, nützt noch nichts, auch wenn jetzt sagen es hoffentlich viele, ich bin heilig, ja, das stimmt. Jetzt kommt erstmal das Bewusstsein dazu, dass man erstmal wirklich heilig ist. Das seid ihr unter Garantie. Klar, ihr kommt doch aus der Heiligkeit selbst, also was soll das? Natürlich seid ihr heilig. Nur wenn man nicht auf sich achtet, dann bekommt das Ganze einen Knacks. Der innere Kern wird immer unanfechtbar wird also ungefährdet sein. Unanfechtbar. Keine Frage. Aber das Äußere drumherum, das kann in der Tat gefährdet sein. Also in der Physik heißt es übrigens Ereignishorizont. Das ist also die Sache da mit dem schwarzen Loch. Und wenn man schwarze Loch einfällt, ist das ganz, ganz furchtbar, weil dann die Zeit völlig aufhört. Das stimmt. Was aber nicht aufhört in einem schwarzen Loch, das sind die Gefühlszustände. Die Zeit scheint still zu sein, da passiert nichts mehr. Das ist wahr. Aber die Gefühlszustände bleiben da ja. Und nun fühlen bewegt eigentlich etwas, aber weil das so unendlich träge ist, bemerkt man die Bewegung kaum. Und schon gar nicht die Bewegung daraus. Mit anderen Worten, ich muss herauskriegen oder ich muss es so hinbekommen, ich weiß erstmal, dass ich heilig bin, damit ich also von einem wirklich extrem üblen Zustand weg bin. Das wird durch ein schwarzes Loch in der Physik tatsächlich symbolisiert. Also damit haben die ja völlig recht. Nun bin ich also von diesem schwarzen Loch ziemlich weg, aber ich bin immer noch irgendwo in diesem Ereignishorizont. Das heißt, ich bin in den Gefilde um dieses schwarze Loch drumherum. Und wenn ich mich nicht daran erinnere, dass ich auch weißes Licht bin, was mein Heiligsein ja garantiert, dann bin ich immer in Gefahr, doch wieder in die Nähe dieses Ereignishorizontes zu kommen, also dieses schwarzen Lochs zu kommen. Das heißt, in den inneren Zirkel des Ereignishorizonts. Also ich meine, auch wenn du von Physik nicht allzu viel Ahnung hast, ich ehrlich gesagt auch nicht, aber so ein bisschen, und ich weiß definitiv, dass es schwarze und weiße Löcher gibt. Dieses schwarze Loch ist eben genau das, was die meisten Menschen wirklich in Depressionen stürzen lässt, in Verzweiflung stürzen lässt, in Kriege und Schlampereien und Betrügereien und so weiter verwickelt, mit all den unerfreulichen Begleiterscheinungen, während ein weißes Loch in der Tat das ist, was man paradiesische Zustände nennt. Ganz einfach, weil ein weißes Loch einfach keine Unebenheiten und Unregelmäßigkeiten etc. kennt. Wenn ich jemanden um etwas betrüge, ist eine Unregelmäßigkeit, gar keine Frage. Und es hat dann auch entsprechende Verwicklungen. Ich denke nicht, dass es so schwer fällt, dahinter zu kommen. Ich bin das weiße Licht meines Daseins, ich bin das weiße Licht meines Seins, ich bin das weiße Licht meines Ichs, ich bin heilig. Und mein weißes Licht garantiert, dass ich heilig bin. Das garantiert auch mein Heiligsein. Das garantiert, dass meine ganze Person heilig ist und weißes Licht. Damit aber löse ich mich nicht nur von einer ziemlich schrägen Vergangenheit, die, wie wir alle bestätigen können, ein Blick in die Geschichtsbücher reicht, ja, die also ziemlich übel war und ziemlich schräg und ehrlich gesagt ziemlich gefährlich. Damit löse ich mich nicht nur aus dieser Vergangenheit raus, sondern ich beginne zu begreifen, dass ich mit dem, wenn ich sage, ich bin heilig, dann ändere ich mal gravierend meine Zukunft. Sie kann nicht mehr so grässlich sein oder sie kann nicht mehr so verwirrend sein, wie sie es mal war. Denn sie war, die, unsere Zukunft, also unsere Vergangenheit war, ach nee, jetzt mal. Unsere Vergangenheit war nun mal verflixt gekräuselt. Sie war fürchterlich. Wir haben uns mit Mord und Totschlag auseinandergesetzt. Und wir waren wirklich abscheulich, was das angeht.
Weil wir einfach nicht begriffen haben, dass wir nicht nur heilig sind, sondern auch weißes Licht. Sie sagen, ich bin heilig, ich bin heilig, ich bin heilig. Dann erwacht dein Bewusstsein dafür, dass du tatsächlich heilig bist. So, und jetzt kommt der nächste Schritt. Der kommt gleich hinterher. Das ist praktisch ein Atemzug. Ich bin heilig und ich bin weißes Licht. Ich weiß es. Das muss in unser Bewusstsein rein, damit wir die gefährlichen Zustände verlassen können, die uns extrem in Gefahr bringen, uns selbst zu vergessen. Ich habe sehr, sehr oft was aus der unendlichen Geschichte von Michael Ende erzählt und kann ich auch noch was anderes erzählen aus Michael Ende, nämlich die alte Kaiserstadt. Es ist eigentlich, Michael Endes Bastian Balthasar Buchs war nun also in Phantasien und war dann eine ganz große Nummer. Und nicht nur das, er war sowas von gesegnet, der musste sich ja nun etwas vorstellen und dann hatte er das schon. Und ich meine, es reichte nicht, dass er so sagt, ich bin schön und ich bin leicht und ich will auch stark sein und der Stärkste, der es überhaupt gab und wie das eben so mit Kindern ist. Denn Bastian ist 11 Jahre und kein Tag älter. Ja, und jetzt geht's los, denn jetzt, nachdem er nun schön und stark und mutig mit allem drum und dran ist, will er das ja ausprobieren. Und jetzt müssen bestimmte Szenarien kommen, in denen er das Schönsein, das Starksein, das Mutigsein erlebt. Gibt einige Verwicklungen. Und später will er dann selbst kindlicher Kaiser werden. Das ist ein bisschen verwickelt, wenn man die unendliche Geschichte jetzt nicht kennt, aber ich erzähle es mal so, dass ich glaube, das versteht jeder. Bastian wünscht sich etwas und dann kriegt er das sofort. Und er kriegt es durch die kindliche Kaiserin. Eines der schönsten Geschöpfe, die es überhaupt gibt. Und durch die kindliche Kaiserin wird sein Wunsch, wenn auch was auch immer hat, Wirklichkeit. Ich denke, wir kommen mittlerweile auch dahinter, dass die kindliche Kaiserin unser Dual ist. Aber das ist eine andere Sache. Das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen. Und für die Erzählung wäre das jetzt auch nicht gerade günstig, von wer jetzt das alles noch debattieren, was sie wohl genau ist. Aber wie auch immer. Durch die kindliche Kaiserin werden Bastians Wünsche Wirklichkeit. Das Reich Phantasien, in dem Bastian Balthasar Buchs jetzt ist, ist ein fantastisches Reich. Aber alle Geschöpfe gibt es nur durch die kindliche Kaiserin. Darum würde auch nie ein Wesen Phantasiens es anzweifeln oder es nur wagen, sie anzutasten, sie gefährden. Denn durch die kindliche Kaiserin lebt ja alles. Wer immer so blöde wäre, die kindliche Kaiserin umzubringen, würde sie selbst umbringen. Denn er ist nur wirklich durch die kindliche Kaiserin. Und jetzt will Bastian Buchs, der nun ein Mensch ist und kein Wesen Phantasiens, will jetzt die gleiche Macht haben, die kindliche Kaiserin. Er möchte sie praktisch absetzen. Das geht natürlich nicht. Und außerdem hat Bastian ein Problem. Er hat praktisch so viele Wünsche sich erfüllt, dass er die Erinnerung daran verloren hatte, wie es war, als er es nicht war. Mit anderen Worten, er hat sich daran gewöhnt, schön zu sein. Er hat sich daran gewöhnt, leicht zu sein. Er hat sich daran gewöhnt, sehr stark zu sein und praktisch hier der ganz große King zu sein. Da hat er sich daran gewöhnt. Er kann sich nicht mehr an die Zeit erinnern, in der er ein kleiner, dicker, unbeholfener Junge war. Das ist jetzt problematisch, denn jetzt kann er sich nichts mehr wünschen. Denn die Wünsche, die werden Wirklichkeit, nicht nur durch die kindliche Kaiserin, sondern auch durch sein Erinnerungsvermögen an sich selbst. Wenn man jetzt, Bastian versucht nun selber kindlicher Kaiser zu werden, das geht schief. Gott sei Dank. Er wird durch seinen Freund gerettet, mit dem er zwar zerstritten, aber der mag ihn trotzdem und hat ihm jetzt irgendwie rausgeholfen. Aber jetzt hat Bastian kein Erinnerungsvermögen mehr. Und er hat höchstens auch 2 oder 3 Wünsche frei, ganz, ganz schwache Erinnerungsvermögen noch an seine alte Welt. An die Realität, die wir alle erleben. Die mit den Supermärkten und den Tankstellen und dem ewigen Gezoffe und dieses ewige Theater da mit der Steuererklärung und all sowas. Das ist unsere Welt irgendwie. Und Bastian hat, na gut, oder Schulkind, was eben ständig mit Problemen in der Schule zu kämpfen hat oder sowas. Also unsere Realität hier. An diese Realität hat Bastian kaum noch eine Erinnerung. So wenig wie zum Beispiel ein Alzheimer-Patient, der an sein eigenes Leben gar keine Erinnerung mehr hat. Aber was doch weit schlimmer ist, er hat sein Erinnerungsvermögen an sich selbst nicht mehr. Und genau das wird Bastian Balthasars Problem sein, wenn er nicht aufpasst. Und leider kann er nicht wirklich aufpassen. Er kommt in die alte Kaiserstadt und er sieht etwas Grauenvolles. Er sieht lauter Menschen, die mit völligen Sinnlosigkeiten beschäftigt sind.
Ein alter Mann seift einen Spiegel ein, also rasiert einen Spiegel, seift seinen Spiegel ein und fängt an, ihn zu rasieren und hat gar keinen Plan. Er sieht völlig blicklos ins Leere. Er hat überhaupt gar keinen Plan, was er tut. Ein Mädchen zieht einen Ballerwagen hinter sich her und lässt ihn irgendwann stehen und geht ganz woanders hin. Der Ballerwagen steht da irgendwo rum. Und auf einmal bekommt er Bekanntschaft mit dem Äffchen, mit einem Äffchen, ich glaube, das heißt Arajax oder sowas ähnliches. Und der sagt, hallo, willkommen hier in deinem künftigen Reich. Und Bastian ist ganz erschrocken, denn der sieht ja wirklich lauter Menschen, die völlig die Orientierung verloren haben. Und die aber auch blicklos ins Leere starren und auch gar nichts wünschen, gar nichts wollen. Sie haben keinen Hunger, keinen Durst, sie existieren nur und wissen nicht was, völlig egal. Und sagen, sind mit lauter Sinnlosigkeiten beschäftigt. Irgendjemand versucht, was weiß ich, einen Nagel in einen Pudding zu schlagen oder irgendwie so etwas. Oder so ein Blödsinn. Das finde ich sinnlos. Und dieser Affe sagt, ja, das ist, du kommst hier, bist du auch bei, ja, du bist bald bei uns. Wie kommt das? Er sagte, ah ja, das sind alles Menschen, die auch mal kindlicher Kaiser werden wollten. Auch sie waren in Phantasien. Auch sie waren hier und hatten ein gutes Leben in Phantasien. Aber sie haben sich dabei selbst völlig vergessen. Und wenn dann die letzte Erinnerung an ihr eigenes Leben ausgelöscht ist, ja, dann wo sollen wir dann mit ihnen hin? Und das ist hier die alte Kaiserstadt. Und dann sagte Bastian, und kommen die jemals zurück? Er sagte, also ich wüsste nicht wie. Sie haben ja die Erinnerung an sich selbst völlig verloren. Es lässt ein bisschen das Blut in den Adern stocken, nicht, wenn wir überlegen, auf was für Wege hier die Menschen sind. Denn diese alte Kaiserstadt ist wert, dass wir uns die mal angucken. Und dann überlegen, was machen wir hier eigentlich? Genau dasselbe. Wir wünschen uns andauernd irgendwas, aber es ist planlos, es führt von uns weg. Wir begreifen nicht mehr, wer wir sind. Wir verstehen nicht, wer wir ganz genau sind. Zunächst einmal, wenn jemand weiß, er ist heilig und er sagt, ich bin weißes Licht, dann weiß er sehr gut, was er tut und vergisst sie dabei nie. Er vergisst vielleicht die Zeit, in der er das mal nicht wusste. Er vergisst die garstige Zeit, wo er ständig irgendwelche Ärgerlichkeiten hatte oder wo er ständig mit allen Menschen aneckte oder sowas. Das vergisst er nach einer Zeit. Aber er weiß dafür, dass er heilig ist. Denn die Zeit, wo er ständig bei allen aneckte, das war ja genau die Zeit, wo er vergessen hatte, wer er war. Und dass diese Zeit nicht wirklich nicht wert ist, dass mir auch noch eine Träne hinterher heult, das wissen wir, das verstehen wir. Versteh mich bitte recht, es ist fürchterlich, wenn man sich selber vergisst. Wenn man selber nicht weiß, was man ist. Wenn du jetzt, ich weiß nicht, ich kenne deine Lebensstation jetzt nicht, aber bitte um Himmels Willen vergaloppier dich nicht, auch wenn es noch so erfolgreich zu sein scheint. Es gibt viele Menschen, die sehr erfolgreich sind, aber anschließend nicht wissen, warum eigentlich und was mache ich hier eigentlich. Auch ein schöner Zustand kann zur Gewohnheit werden. Und was dann? Was soll das? Sich immer daran zu erinnern, ich bin weißes Licht und das löst gerade jetzt meine Schwierigkeiten auf, ist eine Trainingssache. Es gibt diesen Satz, es gibt eigentlich kein Genie, es gibt nur Wiederholung, 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 Wiederholung. Es gibt nur Training, Training, Training. Ich weiß nicht, wer es gesagt hatte. Irgendein Physiker oder was, ich weiß nicht. Wer es auch immer gesagt hat, er hatte damit völlig recht. Es gibt nur Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Darf ich dich kurz daran erinnern, wenn du immer wieder sagst, ich bin weißes Licht, ich bin weißes Licht, ich bin weißes Licht, dann ist das eine Wiederholung, die zur Wirklichkeit wird, zur Erfahrbarkeit wird, von dir. Und du bist nicht wie in einer alten Kaiserstadt, wo alle völlig mit Schugge sind und gar nicht wissen, was los ist und völlig blicklos durch die Gegend gehen. Du bist in der Tat bei dir selbst. Und du weißt sehr gut, was du tust. Und wenn ich etwas Unangenehmes tue, was ich wirklich Behörden ginge oder sowas, ist dann wirklich nicht gerade mein Hobby. Ich bin weißes Licht, ich bin weißes Licht, ich bin weißes Licht. Und mit dieser Einstellung ziehe ich meine Wartenummer und warte geduldig, bis ich aufgerufen werde. Und ich weiß definitiv, ich bin weißes Licht. Und ich komme da mit dem, was weiß ich was, mit dem Menschen da, der meinen Pass verlängern soll oder was weiß ich was er soll. Da komme ich wunderbar klar. Auch in der Steuer ist das so. Auch bei diesem ewigen Rentenquark und was weiß ich was alles, ist das so.
Und alle meine Angelegenheiten gestalten sich soweit zu meiner Zufriedenheit. Die lassen mich zumindest in Ruhe, so dass ich denken kann, ich bin weißes Licht. Und das heißt, ich kann mich wieder an mich selbst erinnern. Ich bin heilig, demzufolge weißes Licht. Ich bin weißes Licht, demzufolge heilig. Ich bin weißes Licht, das garantiert mein weißes Licht sein. Und mein weißes Licht sein garantiert mein heilig sein. Ich muss mich nur daran erinnern. Ich denke, wir verstehen. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg. Und ich wünsche dir vor allen Dingen ein gutes, ein Durchhaltevermögen. Weißt du, das Leben besteht aus Wiederholungen. Es ist alles immer eine Wiederholung, eine Wiederholung, eine Wiederholung, eine Wiederholung. Heißt zunächst einmal, dass du dir gut überlegen musst, was du in deinem Kopf andauernd bewegst. Denn auch Streitgespräche, alte Ohrfeigen von damals, Kraulereien, Quackereien von damals, wenn man das immer wieder bedenkt, und immer wieder das in seinen Gedanken hat, dann ist das eine Wiederholung. Und zwar eine, die dann irgendwann die Wirklichkeit kreiert. Und das sollten wir vermeiden, wenn es um Streitereien geht. Wohingegen, wenn wir wissen, aha, ich bin weißes Licht, oh, dann ist ja alles super, es läuft ja alles schick. Dann ist ja alles in Ordnung. Und meine Schwierigkeiten lösen sich in meinem Weißen Licht auf. Diese Möglichkeit hat aber auch der andere, mit dem du Schwierigkeiten hast. Es ist durchaus nicht gesagt, wenn du die Schwierigkeiten, gesetzt den Fall, du hast mit jemandem Streit oder Schwierigkeiten, oder der war auch wirklich gemein und umgekehrt. Nun, wenn du das jetzt in deinem Weißen Licht auflöst, ist das ja nicht unbedingt dein Problem, ob der das in seinem Licht ebenfalls auflöst. Er kann es ja tun, steht mir frei. In der Kirche wird immer gesagt, ihr sollt ein gottgefälliges Leben führen. Und das Erste ist, was du musst ja vergeben. Herrgott, ich kann niemanden vergeben, wenn ich nicht weiß, dass ich weißes Licht bin und dessen oder meine Schwierigkeiten oder was früher gewesen ist, sich nicht in meinem Weißen Licht auflösen würde. Dann kann ich niemanden vergeben. Was ist da mal dieses Geschrei und Geplärr von wegen Gott? Ja, du musst ein gottgefälliges Leben führen. Du musst dich vor Gott ja demütigen. Hast du sie noch alle? Verzeihung. Ja, du musst dich ja demütigen vor Gott. Bist du bescheuert? Ich will kein überdimensionales Riesenbaby sein, was aber Gott auf dem Schoß sitzt und immer wieder die Flasche kriegt. Ich möchte einfach, dass ich in meinem Weißen Licht meine Probleme auflöse. Und was in aller Welt könnte mir ein besseres Leben garantieren als das? Über nichts. Also ist deine Sache. Ich wünsche es dir, dass du es kannst, dass du dahinter kommst, wie wichtig das ist. Und du kommst dahinter. Und dann löst du praktisch alle deine Schwierigkeiten und deine Belange in deinem Weißen Licht auf. Und schon bist du schuldenfrei und sorgenfrei. Und das ist etwas, was du trainieren kannst. Alles im Leben ist eine Wiederholung. Eine Wiederholung und eine Wiederholung und eine Wiederholung. Es garantiert dein Glück. Es garantiert dein Licht, es garantiert deine Freude. Und es garantiert auch, dass sich alle Belastungen verlassen. Und ich meine, wenn Leute unbedingt ein gottgefälliges Leben führen und dabei immer in der Bibel nachgucken, was so gottgefällig ist, dann können sie sich ja vorstellen, wie weit sie damit gekommen sind. Wisst du, ich kann kein sogenanntes gottgefälliges Leben führen, was Gott Freude macht oder was weiß ich, was sie da sich da alle vorstellen, wenn ich nicht meine Schwierigkeiten in meinem Weißen Licht auflösen könnte. Also das ist meine Idee vom Leben. Ja gut, okay, ich habe es euch erzählt. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du durch die Schwierigkeiten, Schmerzen, das gibt es am Anfang noch. Aber es ist nicht von Dauer. Ich wünsche dir alles Gute und ich danke dir sehr fürs Zuhören. Komm gut hin und weißt du, sag, was habe ich gesagt? Ich bin heilig und demzufolge weißes Licht, mein weißes Licht garantiert mein Heiligsein, mein Heiligsein garantiert dass ich weißes Licht bin, mein weißes Licht sein. Ja, weißes Licht, ich sage es nochmal, ist Kristallschwingung, Kristallenergie, Kristallrotation. Alles löst sich in der Kristallrotation neu auf und baut sich neu auf. Das ist ja das Spannende an der Kristallrotation. Darum sage ich, du kannst auch sagen, ich bin weißes Licht und ich rotiere alles, ich drehe alles immer zu in eine Kristallrotation ein. Ich bin weißes Licht, das ist mein Heiligsein. Mein Heiligsein garantiert, dass ich weißes Licht bin und so weiter. Du kannst also, das geht,
das geht bis dort hinaus. Und du wirst mit jedem Satz glücklicher. Nach einer Zeit wirst du das. Am Anfang kommt es dir ein bisschen komisch vor, aber danach auf einmal stellst du fest, wow, jetzt löst sich das alles. Womit ich jemals Schwierigkeiten hatte. Auf jeden Fall danke ich dir fürs Zuhören. Und danke dir für die Zeit, die du mit dir verbringst und die du dir nimmst. Für dich. So wie dich. Du wärst kein Segen für die Gemeinschaft, Jahre zu kein weißes Licht. Ich danke dir fürs Zuhören. Alles Gute. Tschüss.